Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein paar Schlaftipps bzw. Einschlaftipps für euch. Ich hatte eine Zeit lang auch ein bisschen Probleme damit, wo ich mehr Stress hatte und dachte, vielleicht hilft es dem einen oder anderen von euch. Mein erster Tipp ist, dass ihr euch eine gemütliche Atmosphäre schafft, ein schönes Licht, dass ihr erstmal alles erledigt habt, Zähne geputzt habt etc. Und wenn ihr mögt, könnt ihr euch einen schönen Tee machen, zum Beispiel so einen Gute-Nacht- oder Abendtee. So ein Standardtipp ist auch noch, eine angenehme Temperatur zu schaffen bzw. das Schlafzimmer gut zu lüften. So 18 Grad werden da empfohlen. Ich schlafe zum Beispiel auch sehr, sehr gern bei offenem Fenster. Nicht gerade im Winter, aber sonst immer, und mir hilft das sehr gut. Elektronik ist natürlich ein ziemlich großer Störfaktor beim Einschlafen. Von daher habt erstmal alles erledigt und schaltet einfach auch mal das Internet aus und legt das Handy weg, ungefähr so eine Stunde, bevor ihr wirklich schlafen wollt. Wenn man dann doch mal aufs Handy schauen muss, dann hilft sehr gut so ein Blaulichtfilter. Blaues Licht hemmt nämlich die Melatonin, also die Schlafhormonausschüttung. Ich habe da so eine App und ich habe die persönlich einfach den ganzen Tag an, weil ich das Licht vom Handy so viel angenehmer finde. Euer Handy kann euch aber auch beim Einschlafen ein bisschen helfen, wenn ihr euch zum Beispiel so ein Einschlaf-Yoga oder eine Meditation einfach anmacht. Das obere von Maddie Morrison habe ich zum Beispiel sehr oft benutzt, als ich Probleme hatte, und das hat mir sehr gut geholfen. Dabei könnt ihr einfach ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen und euch stark auf eure Atmung konzentrieren, und dann ist nicht so viel Platz für andere Gedanken im Kopf. Was mir zum Beispiel seit neuestem auch sehr, sehr gut hilft, sind ASMR-Videos. Die sind auch gerade so ein bisschen gehypt auf YouTube, habe ich so das Gefühl. Viele machen da Videos dazu. Und zwar geht es darum, dass dort eine Person flüstert und so Geräusche erzeugt, die bei bestimmten Leuten, die dafür anfällig sind oder empfänglich sind, so einen Gänsehautschauer auf dem ganzen Körper quasi auslösen können. Und ich bin eine von diesen Personen, die da sehr empfänglich dafür ist. Das könnt ihr einfach mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Mich entspannt das unheimlich. Also scheut euch nicht, das wirklich einfach mal auszuprobieren. Es gibt zum Beispiel von der YouTuberin ASMR Janina ein Testvideo, das verlinke ich euch einfach mal unten. Da könnt ihr einfach mal testen, ob das was für euch ist, ob ihr dafür empfänglich seid oder nicht. Damit ihr es euch auch bequem machen könnt, sind natürlich das Kopfkissen und die Bettwäsche sehr wichtig. An dieser Stelle kommt mal ganz kurz Werbung für eine wirklich tolle Sache. Ich habe nämlich ein tolles Kissen geschickt bekommen von Simple Sleep. Das ist ein Kissen, was 100% aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, ohne Schafwolle. Das war mir sehr, sehr wichtig. Also es ist ein veganes Kissen, was nur aus Baumwolle, einem Holzstoff und diesen Zirbenflocken, die ihr da seht, besteht. Zirbenflocken haben eine sehr beruhigende Wirkung und sie duften ganz toll, einfach so nach frisch geschlagenem Holz. Und das hat wirklich eine sehr beruhigende Wirkung. Es ist ein sehr bequemes, sehr tolles Kissen, und ich war lange auf der Suche nach einem Kissen, was eben vegan ist und aus nachwachsenden Rohstoffen. Deswegen kann ich das sehr empfehlen. Und es gibt so eine Packung Zirbenflocken auch noch dazu, weil der Duft nach einer Zeit ein bisschen verfliegt. Dann kann man das einfach wieder auffüllen. Wenn ASMR und Yoga jetzt nicht so was für euch sind, dann könnt ihr auch natürlich einfach ein Buch lesen oder entspannende Musik hören, die euch hilft. Da müsst ihr einfach gucken, was wirklich euch am besten tut, was aber auch euch wirklich entspannt, damit ihr dann eben gut einschlafen könnt, ohne dass gleich sofort dieser Gedankenkreisel anfängt. Habe ich alles erledigt? Was habe ich vergessen? Was muss ich morgen noch machen? Und so weiter. Viele schwören auch, wenn nichts von diesen ganzen Sachen hilft, auf so eine ganz bestimmte Atemtechnik. Zum Beispiel diese 4-7-8-Atmung. Die Anleitung packe ich euch mal in die Infobox. Einfach sich so wirklich auf die Atmung zu konzentrieren, das stoppt halt diesen Gedankenkreisel, den ich eben schon mal beschrieben habe, und hilft sehr, sehr vielen Menschen dabei, einfach wirklich auch einschlafen zu können und nicht ewig wach zu liegen. Ja, ich hoffe, da waren ein paar Tipps dabei, die euch helfen, und an dieser Stelle sage ich dann vielen Dank fürs Anschauen. Gute Nacht, schlaft schön, bis zum nächsten Mal.